wollten zwingend den zweiten Platz holen. Dann nach dem Spiel, klar, habe ich den Jungs noch mal ein paar Worte mitgegeben, die auch emotional waren. Ja, ohne Fans, das wissen Sie auch, ist es dann so ein Heimspiel deutlich weniger emotional und der Abschied auch. Trotzdem habe ich mich in der Heimkabine sehr wohl gefühlt, auch wenn es immer ein Tick zu warm ist in der Kabine und sehr schlechte Luft. Aber das Problem kriegen wir in den Griff oder der Club kriegt es in den Griff, da arbeiten wir gerade dran. Ja, es wird schon ein Bierchen und auch vielleicht auch einen Schluck Wein geben. Ich glaube, unser gesamtes Küchenteam ist auf jeden Fall präpariert für solche Fälle. Ja, ich glaube, das dürfen sich die Jungs auch gönnen. A, weil wir eine lange Woche haben zum nächsten Spiel und B, weil es auch verdient ist. Wir haben uns gesteigert und haben einen zweiten Platz geholt. Flasche Wein klingt immer so hart, aber es sind ja mehrere Spieler. Auch eine Flasche Wein möglich. Kein Problem. Wie kann ich mir denn den Glasner als Feierdienst vorstellen? Ist eine Zigarre, ein Bierchen? Nee. Zigarre gibt es sicher nicht, ein Bierchen auf jeden Fall. Bei dem einen wird es auch nicht bleiben, aber ja, die Feier, unsere Räumlichkeiten sind ja sehr eingeschränkt. Wir sind ja ganz alleine im Hotel und ja, da werden wir schauen, was die Spieler jetzt noch auf die Schnelle organisieren können. Wir haben ja nichts vorbereitet und wird auch relativ spät, bis wir zurückkommen. Ich habe Ihnen schon gesagt, wenn wir heute diesen nötigen Punkt holen, dann werden wir morgen auf jeden Fall nicht auf den Platz gehen. Dann schauen wir, was rauskommt. Da lasse ich mich auch überraschen. Aber wie gesagt, ist ja relativ kompliziert momentan eine schöne Feier zu machen. Aber wir werden es schon irgendwie hinbekommen. Heute ist überhaupt kein Zeitpunkt, über mich zu sprechen, über meine Zukunft zu sprechen. Heute, die Mannschaft hat so etwas Großartiges geleistet über die Saison. Das stellen wir heute mal klar in den Mittelpunkt. Und ich habe heute auch Lust auf Party und nicht über mich zu sprechen. Und deswegen gibt es dazu keine Antwort.